Servus Fußballfreunde, ein ganz herzliches Willkommen zum Blockbuster des Hamburger Lottopokals. Heute, so viel steht fest, ist ganz Dasse auf den Beinen, denn die Losfee hat uns die Profitruppe vom FC Teutonia 05 ins Dorf gezaubert. Der Viertligist mit Drittliga-Ambitionen reist mit all seinen Stars an, um uns auf dem Weg zu unserem Pokaltiteltraum ein Bein zu stellen. Es prickelt also an allen Stellen und wir sind kochend heiß auf einen spannenden Pokalkrimi am Reformationstag. Das von vielen als vorweggenommenes Finale bezeichnete Achtelfinale hier und jetzt bei Check Sports. Und diese Startelf sollte es also richten. Grune im Tor, dann in der Kette Götz, Karolus, Alschwede und Braun. Davor Dettmann und Kurt, Maggio, Möller und Strömer. Und vorne drin Hanno Harnik. Alles wie immer nominiert von unserem Cheftrainer Tommy Seliger. Es kribbelte an allen Ecken und Kanten. Bei den 700 angereisten Zuschauern, aber auch bei der Tours hier im Kreis nochmal angefeuert von Hanno Harnik, der ein paar nette Worte an seine Kollegen richtete. Und dann ging es ab. Trotz Dauerregens und vieler aufgespannter Schirme am Spielfeldrand ging es voll zur Sache. Wir sehen die Tours gleich in Aktion. Und so viel sei verraten, immer wieder über die linke Offensivseite. Dort hatte man Schwachpunkte ausgemacht. Wir sehen hier Götz mit der ersten Flanke. Leider verpasst von Hanno Harnik. Aber so ging es weiter. Karolus im Aufbau. Wieder wird die linke Seite gesucht. Der Ball wird von Götz nach vorne getrieben. Erwischt Maggio. Der verliert zunächst den Ball. Doch was an diesem Tag wunderbar funktionierte, war das Gegenpressing. Maggio in der Balleroberung. Strömer. Instinktiv mit der richtigen Entscheidung die Flanke und Harnik 1:0 für die Küsten der 10. Spielminute. Riesenjubel bei den Fans. Ein Traumstart für die Küstassendorf. So hatte man sich das vorgestellt und Hanno wusste, bei wem er sich bedanken sollte. Strömer mit einer herausragenden Flanke. Ein Jubelsturm bei den TUS-Akteuren. Und wir schauen so an meiner Zeitlupe, da kommt die Flanke und Harnik in die dritte Etage lässt er seinen Gegenspieler ganz alt aussehen und jubelt über die Führung. Ein kurzes Aufbäumen dann bei den Teutonen. Die erste Aktion ist der Fo auf Wohlers. Wohlers zieht einfach mal ab, knapp am Tor vorbei, ein Schüsschen. Aber es ging weiter im Text. Kurt in der Balleroberung und wir wissen, die linke Seite von der TuS Dassendorf war heute das Filet. Maggio treibt den Ball nach vorne und das ist unglaublich. Es steht 2:0. Harnik trifft. Aber was war das für eine Folge? Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber erstmal staunen wir über diese couragierte Anfangsphase der TuS Dassendorf. 2:0 gegen den haushohen Favoriten mit Drittliga-Ambitionen. Wuttke, nee, es ist doch Maggio mit einem Außenrisspass und Hanno steht da, wo er stehen muss, macht sein zweites Tor innerhalb von 5 Minuten. Wow, was für ein Kickstart unserer TuS in diese so immens wichtige Partie. Dann jedoch Teutonia. Wohlers am Ball, zögert zunächst, chippt dann den Ball ins Zentrum und da ist Höhn. Höhn. Kopfball, Pfosten in die Arme von Grüne. Jetzt mal schnell durchschnaufen, heißt es. Aber die Teutonen waren jetzt da. Zunächst einmal sieht das relativ unspektakulär aus. Dann jedoch ein toller Pass in die Tiefe. Und Wohlers nimmt den Ball hervorragend mit dem ersten Kontakt mit. Geht in die Box, geht in Richtung Tor. Und das ist ein klares Foul von Braun an Wohlers. Das sehen wir in der Zeitlupe auch nochmal. Das hätte er anders lösen können. Wohlers sucht den Kontakt, fällt über die Klinge. Richtige Entscheidung. 11 Meter für Teutonia. Neunundzwanzigste Spielminute. Teutonias Istefo steht am Ball, schüttelt sich nochmal kurz, läuft an und trifft eiskalt. Anschlusstreffer 1:2
für den Regionalligisten geht da jetzt wieder was, aber Dasse keineswegs geschockt. Achtung, Möller, das alte Schlitzohr. Fängt den Ball, legt ihn hin, spielt ihn direkt in die Tiefe. Da ist wieder Macho. Macho bringt den Ball wieder vor das Tor. Hanik, ganz knapp. Das wäre sie gewesen, die richtige Antwort. Fast das 3-2. Dasse also relativ unbeeindruckt von dem Anschlusstreffer der Teutonen. Die nächste Standardsituation wartete bereits. Möller schleicht sich am unteren Bildschirmrand in den Rücken der Kette und wird dort dann auch prompt bedient, legt den Ball wunderbar quer per Kopf in der Mitte, Kurt, Luftloch, Halbzeit, weitermachen. Teutonia startete mit Wut im Bauch und schwungvoll. Istefo auf den eingewechselten Endure. Eine Flanke, Graudenz legt ab auf Ifeadio. Rückpass auf Istefo und das war ein erster Schuss auf das Tor von Grune in der 51. Spielminute. Aber die Schwarz-Weißen blieben jetzt dran. Langer Ball in die Box, es scheint alles geklärt. Dann eine Schlüsselszene. Stürmer geht zum Kopfball, wird eventuell gefoult, bleibt verletzt am Boden liegen, aber die Teutonen spielen weiter. Der Ball geht raus auf den Flügel. Das ist wieder Wolas mit einer tollen Einzelleistung, einer herausragenden Flanke. Und im Zentrum Ifeadio köpft tatsächlich zum 2:2 Ausgleich ein. Ein etwas umstrittener Treffer. Wir sehen die Proteste der Dassendorfer beim Schiedsrichter, denn Strömer lag verletzt am Mittelkreis. Hier jedoch noch einmal die Flanke des sehr agilen Wohlers auf Ifeadio im Zentrum. Und der macht das, was ein Mittelstürmer machen muss. Eiskalter Kopfball, unhaltbar für Grune. Jetzt wollte Teutonia nachlegen. Wieder ist es Wohlers. Wohlers legt durch die Gasse auf Graudenz. Der spielt zurück und Endure aus dem Hinterhalt. Boom, auf die Brust von Carolus. Der steht da wie The Rock. Unglaublich geklärt, sehr mutig, klasse Carolus. Noch 20 Minuten und die TuS im Vorwärtsgang. Wieder ging es über den linken Flügel, wieder über Macho, wieder mit einer Flanke. Hanik lauerte bereits, gerade noch geklärt. Nächste Szene. Aalschwede am Ball. Alle erwarten einen langen Ball ins Zentrum, doch dann kommt Carolus. Fasst sich ein Herz, schießt aus der Distanz. Liesegang, das war nicht die allergrößte Prüfung für ihn. Nachspielzeit. Nochmal eine Ecke durch Möller. Und dann ist es Hanik mit dem Seitfalls hier. Der alte Fuchs probiert es nochmal. Das war es jedoch. Abpfiff und es heißt tatsächlich Elfmeterschießen am Wendelweg. Der Puls geht hoch. Den Blockbuster-Krimi eröffnet Ali Aalschwede. Das hier vorne. Toller Elfmeter. Unhaltbar oben links für Wiesegang. Ole Wolas für Teutonia. Ein Elfmeter, der zu seinem gesamten Spiel passt. Als nächstes Hanno Hanik am Ball. Liesegang noch mit ein paar Burpees. Aber das lässt Hanno eiskalt. Genauso sicher oben links wie Aalschwede. Nächster Schütze Istefo, der hatte ja in der regulären Spielzeit getroffen. Er entscheidet sich für dieselbe Ecke. Grune hält den Ball. Das hier vorne. Jubel. Jetzt lagen alle Trümpfe bei der TuS. Okan Kurt wieder oben links in den Winkel. Fantastisch geschossen. Viel Druck nun von Thjörben Uphoff. Doch der bleibt eiskalt. Bringt sein Team wieder in die Spur. Doch Dasse kann die Führung ausbauen. Am Ball Carolus. Das gibt es nicht. So gut geschossen, aber voll gegen die Latte. Pech für Carolus. Nun hat Maiolo es auf dem Fuß. Gleicht aus für Teutonia. Alles wieder offen. Und Achtung, Möller als letzter Schütze am Ball. Versucht es mit einem Chip an die Latte, auf die Linie. Raus der Ball. Boah. Matchball nun für die Teutonen. Am Ball Ifeadio läuft an. Eiskalt wie eine Hundeschnauze schießt er den Regionalligisten in das Viertelfinale des
Lottopokals. Tja, und betretene Gesichter bei den Dassendorfern. Kopf hoch, Männer, ihr habt ein tolles Spiel geliefert. So, wir sind jetzt hier mit Martin, derjenige, der heute die meisten Tore gemacht hat. Wie lief das Spiel für dich, Martin? Ja, wir sind sehr gut reingekommen, haben mit unseren, glaube ich, ersten beiden Chancen 2 Tore erzielt, 2-0 geführt hier gegen Regionalligisten, haben dann so ab der 30. Minute ein bisschen den Faden verloren, waren nicht mehr ganz so griffig in den Zweikämpfen und dann durch eine vermeidbare Elfmetersituation den Anschlusstreffer kassiert. Und dann in der zweiten Halbzeit war es relativ ausgeglichen mit vielleicht leichten Vorteilen für Teutonia, wo sie dann mit einer sehr guten Aktion dann auch das 2-2 machen. Und dann war es eigentlich ein offenes Spiel, also mit wenig Großchancen auf beiden Seiten. Und in den letzten paar Minuten wäre der Lucky Punch vielleicht nochmal auf unserer Seite gewesen, da waren wir nochmal näher dran. Aber ich denke, es geht im Großen und Ganzen verdient ins Elfmeterschießen. Und ja, Elfmeterschießen ist immer ein bisschen Glück und ein bisschen Pech. Kein Vorwurf an die Jungs, die Latte hängt ein Stück zu niedrig bei uns und dann ist es für uns heute wirklich sehr, sehr bitter, dass wir rausfliegen, weil wir hatten hier eine Top-Mannschaft aus der Regionalliga wirklich vor der Brust, haben gezeigt, dass wir da mindestens mithalten können und für uns natürlich eine Riesenenttäuschung, jetzt aus dem Wettbewerb zu sein. Dann nur noch kurz an dieser Stelle, wie wirst du dich davon heute erholen, nach deinem Feierabend? Heute ist Halloween, ich muss noch Süßigkeiten sammeln gehen mit den Kindern, also wird der Kopf schnell frei sein. Perfekt, ich danke dir, Martin. Das war's also mit dem Spiel. Unsere TuS Dassendorf verliert leider am Ende gegen den FC Teutonia und scheidet dadurch aus im Lottopokal. Am Samstag geht's auf jeden Fall weiter in der Liga gegen den FC Paloma. Bis dahin, tschüss.